Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve. Und ja, wir waren ja nochmal beim letzten Mal hier noch weiter im Museum hier unterwegs und wir haben tatsächlich Dr. Klemp gefunden. Er hat tatsächlich Eve geholfen bei dieser Spermien-Sache und dass sie schwanger wird mit der ultimativen Lebensform und wollte, dass Eve, ihm quasi zuhört, ihm quasi gehorcht und dabei ist er aber gestorben. Und jetzt durchforsten wir hier weiter das Museum nach Eve. So, und wir sind jetzt, weil letztens hat da oben einen Triceratops kleinen Gegner und der hat uns hier runtergeschliffen. So, dann bin ich mal gespannt, was jetzt hier unten noch ist. Genau das, Leute, schaut mal. Dino Crisis. Hallo, kleiner Dino. Du bist ja süß. Hallo, großer Dino. Ja, Bosskampf, liebe Leute. Bosskampf. So, Leute. Als allererstes in dieser Folge... Ah, shit. Geht gar nicht, weil die PPEs unten sind. Das kann doch nicht wahr sein. So. Als allererstes würde ich euch ganz gerne gleich einen speziellen Zauber präsentieren, aber erstmal die Waffe wechseln. So, gut. Dann werde ich nämlich jetzt den Raketenwerfer hier benutzen gegen dieses fette Vieh, weil das ist wirklich krass, dieser Gegner. So, 120. So. So, dann kann ich nämlich jetzt gleich 108. So. Einmal so, genau, 120 und dann zeige ich euch jetzt gleich mal den Zauber. So, liebe Leute. Bevor du das machst. Na, Soundbug. Liberate, Leute. Schaut euch diesen Zauber an. Lehnt euch zurück und genießt. Zack. Zack. Das ist so ein Hammerzauber. Eier verwandelt sich. Und drückt dem Ding ordentlich Schaden rein. 7 mal 230 Schaden. Das ist schon ordentlich. Das ist schon echt ordentlich. Genau. Das zieht alle PEs und die Eier ist dann ein bisschen bedämmert. Aber... Komm, den Gegner, den kriegen wir hin jetzt hier. Komm. Das ist der beste Zauber aus Parasite Eve. Liberate. So einfach sieht's aus. So. So. Nein, 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 davon bitte nicht treffen lassen. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ja, gut. Egal. Medizin 3. So. Zack. 180. Wenn die PS gleich voll gehen, werde ich das Ding nochmal machen. Wenn das Vieh dann immer noch nicht kaputt ist. Also, wir haben dem 7 mal 230 Schaden reingedrückt. Und das Ding liegt immer noch. Also das ist schon ein ordentlicher Gegner hier. Aber er ist weg, Leute. Wir haben ihn geschafft. Sehr schön. Und eine M8000-Waffe. Okay. Interessant. Ja, liebe Leute, wir haben direkt einen Bosskampf gehabt. Und wir haben es geschafft. So, gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, PI Heal 3. Heal 2. Heal 2. Oh, Heal 1. Ja, gut. Dann muss ich hier noch einmal ein Item nehmen, damit wir hier... Ah, nee. Quatsch, wir sind ja voll. Was haben wir denn da für eine Waffe gekriegt, Leute? So, das ist ja unsere normale Waffe. Was ist das denn? Ah, das ist Doppelaktion. Das ist eine Doppelaktion. Haben wir ein Supertool? Leider nein, Leute. Das ist aber eine Doppelaktion. Diese zwei Waffen. Doppelzug. Ah, oh, das hätte ich natürlich gerne jetzt, ne? Aber... was soll das denn? Aber ja, irgendwie... habe ich leider kein Super-Doom mehr. Und das hier, das sieht so ekelhaft aus, Leute. Schaut euch das an. Dieser Schleim, ey. Der ist echt widerlich. Aber gut, können wir hier wieder raus? Wo können wir hier wieder raus? Leute. Ich will hier raus. Kann ich hier raus? Wo kann ich hier raus?
Verdammt nochmal. Hä? Ich muss hier doch irgendwo rauskommen. Hier? Ah, okay, alles klar. Alles klar, super. Gut, dann gehen wir hier wieder raus, ey. So. Ich glaube... Ach, schaut mal da. Wir hätten auch hier rein können. Naja, gut, Leute. Ich glaube... Wir befinden uns echt kurz vor der Zielgeraden, ey. Wir müssen jetzt nämlich noch einmal ganz hoch, da wo wir waren. Und bei dem Ding, wo wir gegen diesen Triceratops da gekämpft hatten beim letzten Mal, also im dritten Stock, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ja, oder war es im zweiten? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht war es auch im zweiten. Da muss ich nochmal hin. Und dann einfach gerade runterlaufen. Ich weiß nicht, war das hier? Ich habe gerade keine Ahnung. War das hier? Oder im zweiten? Scheiße, ich weiß es leider nicht. Das werde ich ja jetzt hier sehen. Ah, hier sind auf jeden Fall schon mal Gegner, okay. Okay. Ah, Kellerasseln. Na gut, dann mach die direkt im Arsch, ey. So. Und kein Schaden. Sehr gut, Leute. Die ist weg. Komm mal schneller, bevor der rollt da. So, perfekt. 30 Ammo. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob es hier war. Hier war ich, glaube ich, schon, ne? Hier bin ich beim letzten Mal ja reingegangen, aber... Es war, glaube ich... Wir sind noch eine Treppe hochgegangen. Genau, es war, glaube ich, im dritten Stock. Alles klar. Dann war es doch im dritten. Oder im zweiten. Es kann auch im zweiten gewesen sein, ne? Weil da geradeaus, da bin ich ja beim letzten Mal am Anfang hingegangen. War das echt im zweiten? Ja, ich glaube... Hier war das mit dem Klemp. War das vielleicht hier? Ich bin unsicher. Ich muss jetzt erstmal das... Gebiet finden... Museumshop, muss ich gucken jetzt, also, das war auf jeden Fall nicht hier. Nicht hier, nee, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. So. Alles klar, auf jeden Fall haben wir diesen Boss easy geschafft durch diesen Liberate-Zauber. Was ist das denn hier? Das kenne ich ja, habe ich ja gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich glaube, ich bin jetzt völlig falsch hier. Ah, nein. Nein, nein, nein. Ich bin richtig, Leute. Ich bin richtig. Ich konnte jetzt nämlich hier hin. Genau, ich bin richtig, tatsächlich. So, dann einfach hier. Genau, die Stelle habe ich gesucht, Leute. Die Stelle habe ich gesucht. Ah, jetzt ist ja wieder so ein blöder Skorpion, ey. So. Und wie gesagt, dieser Liberate-Zauber. Extrem geil. Wirklich. Ist aber auch nur für Endgegner gedacht. Also an normalen Gegnern werde ich diesen Zauber nicht einsetzen. Aber lad doch nicht nach. Verdammt. Auch wenn der schon übelst nervt hier, aber... Geht schon, Leute, geht schon. QP, ja gut, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber, ja. PE, Heal 2, komm. Nochmal. So, perfekt. Dann haben wir wieder unsere über 700 Hitpoints. Meine Güte. Hä? War das nicht hier? Moment. Warum ist jetzt noch... Hier sind jetzt noch andere Gegner. Ach, das kann doch nicht wahr sein. So, alle drei bitte. Sehr gut. So. So, und dann zack, zack. So, beide weg. Sehr schön. So, und hier... Ah, die Gegner sind so easy geworden. Mit diesem Burst-Schaden. Das ist einfach unglaublich. Nochmal ein Level up. Sehr gut. Liebe Leute. War das nicht hier? Ach, hier war ich am... Ja, ja, hier war ich beim letzten Mal. Okay, aber ich kann mich erinnern, dass... dass es hier irgendwo noch ein Item gab. Frage ist natürlich... War das hier oben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ah, hier war es. Genau, Leute. Hier war es. Was ist das hier?
Just Klemki. Ach, da kann ich sogar auch rein. Aber wo komme ich denn da hin? Ah, okay. Ich verstehe. Deswegen konnte ich da auf einmal auch nicht weiter... Oh, die grünen Grashüpfer. Cool. Dass es die auch noch gibt, ey. Hier in dem versifften Zoo. So, liebe Leute, dann. So, dann zack, zack. Und ausweichen. Perfekt. Ohne Schaden. Nice, Leute, nice. Oh, ganz viel Medizin. Select 3. Und lass mal das QRP da. Wo ist denn das? Da, QRP. Und die Waffe brauche ich eigentlich auch nicht, ne? Aber kommt, ist in Ordnung. So. Gut, egal. Dann gehen wir wieder hier rein. Dann haben wir noch 14 Minuten. Oh mein Gott, dann sind wir eigentlich auch echt schon am Ende. Also. Hier wollten wir beim letzten Mal reingehen und dann hat der Triceratops uns ja, ja reingezogen. Seht ihr? Cutscene, liebe Leute. Cutscene. Ach Leute, lasst doch mal die Dinosaurier in Ruhe. Also wirklich. Ah, okay. Okay. Ah, schau. Ah, hier war das. Da war das. Schaut mal, da ist nämlich die Kiste. Ah, jetzt verstehe ich das auch. So. Zack, zack. Schön Schaden reindrücken an den Dingern hier. Zack. So. Aua. Oder Dino. Zack, zack. So, und lauf. Genau. Und lass den mal dahin. Und schön in einer Reihe. Jawoll. Perfekt. So kann man auch schön Munition sparen, ey. So ein Easy-Kampf. 45 Ammo, ja. So, was haben wir jetzt hier? Ach du Scheiße. Boah, ist alles versifft hier. Wir kommen der Eve echt näher, Leute. Echt näher. So, seht ihr das? Hier ist das nämlich. Ha! Und wenn man hier reingeht, dann kommt man hier in diese beiden Kisten. Perfekt, Inventar ist voll. Leg mal diese M8000 ab. Ein Tool. Ah, geil. Okay. Was haben wir hier noch drin? Inventar ist auch wieder voll. Noch eine Waffe mit Doppelschuss. Ja, aber ich glaube... Nimm die Medizin wieder mit. Ich glaube, die Waffe, die ist nämlich nichts. M93, genau. Die brauche ich nicht. Ist hier noch irgendeine Kiste oder so? Hier drin oder so? Nee, gar nichts, okay. Dann war da einfach nur das Tool, okay. Hm, interessant. Aber Moment, Tool. Da kann man ja leider nichts dran machen. Ne? Die Zauber sind voll, ja. Bräuchte ich ein super Tool. Na gut, okay. Eve. Wo bist du? Nee, komm ich ja her. Stopp. Da komme ich ja her. Wir müssen nur noch Eve finden jetzt. Eve finden und vernichten. Ach, es kommen nochmal Gegner. Gegner, ey. Na gut. Drei Dinos. So. Zack. Zack. So. 132, 264. Über 500 Schaden reingedrückt, ey. Schon ordentlich. So. Dann zack, zack. So, der andere ist auch weg. So. Und zack, perfekt, ey. So. 45 Ammo. Auch geil. So, liebe Leute. Dann würde ich mich nochmal kurz heilen. Oh, 771 Hitpoints. Meine Frösche, ist schon ordentlich, ja. Oh Gott. Der Schleim, ja. Oh Gott. Oh, was ist das denn hier? Das ist ja ekelig, Leute. Wir sind aber Eve auf der Spur. Wir sind aber Eve auf der Spur. Eine Kiste oder so?
Boah, ist das ekelhaft. Dieser scheiß Schleim hier, ey. Bäh. Bäh, sieht aus wie Scheiße. Aber gut, hier ist nichts. Hier ist gar nichts für uns. Hört ihr das? Ganz leise ihr Gesang. Ja, da ist sie. Eve ist auf der anderen Seite. Ja, das denke ich mir. Ja, das denke ich mir. Ach du Scheiße. Eve. Boah, ist das eklig, Leute. Also wirklich. Boah. Du darfst dieses Kind nicht kriegen. Oh Gott, bitte nicht, ey. Da schlüpft wieder ein kleines Kind raus. Ich wundere mich, dass du es so weit geschafft hast. Hm. Willst du mir zu der Geburt gratulieren? Was hast du vor, Eve? Hm. Vielleicht könntest du mir helfen, die Frage zu beantworten, Aya. Warum geben Humans die Geburt? Hm? Maya. Oh oh. Was machst du da, ja? Boah, ist das widerlich. Ei, ei, ei. Oh, Cutscene, Leute. Oh mein Gott, Leute. Die Masse aus dem Central Park. Naja, gut. Ich glaube, damit haben wir das Museum tatsächlich abgeschlossen. Geht's dir gut, Aya? Aya. Daniel, Maeda, geht's euch beiden gut? Ja, wir haben es knapp so geschafft. Hast du diese hässliche Mutter gesehen? Ugly Mama. Das war jeder von Central Park. Was? Dann sagst du also, dass Lorraine auch ein Teil von dem Ding ist. Tut mir leid, Daniel. Yes. Ja. Es ist offensichtlich geworden, was... As to what medication Melissa has been taken. Also was für Medizin die Melissa genommen hat. Mhm. Was hat sie genommen? Ihr wurden... Was sind das? Unterdrücker gegeben. Genau, Unterdrücker. Unterdrücker? Wofür? Warum? Aha, okay. Unterdrücker. Interessant, also es hat tatsächlich was mit Melissa zu tun hier. Hier ist die Geschichte. Melissa hatte eine Transplantation, als sie klein war. Transplantation? Was für eine Transplantation? Ja, es scheint so, als hätte sie eine von den Nieren von deinen Schwestern bekommen. Nachdem Maya in einem Unfall gestorben ist. Eine Nierentransplantation?
Also hat Melissa Mayas Kidney bekommen. Also Niere. Jetzt macht das Ganze auch einen Sinn, dass wir da die ganze Zeit diese beiden Kinder gesehen haben. Deine Mutter und deine Schwester waren Spender. Was? Wirklich? Das wusste ich nicht. Diese beiden Kinder sind nämlich Maya und... Aya. Genau, Leute. Maya und ihre Aya und ihre Schwester. Deine Mutter... die Organe von deiner Mutter konnten nicht nach dem Unfall mehr transplantiert werden. Also wurde Mayas Niere in die von der jungen Eve, in den Körper der jungen Eve transplantiert. Nein, tut mir leid. Der jungen Melissa. Sie hatte Nierenversagen. Also Eves Kidney ist in Wirklichkeit Mayas Niere. Der Internist, der bei dieser Operation präsent war, war... Du hast es erraten. Hans Klapp, unser Hauptverdächtiger. Klapp wollte ein Arzt werden. Aha, ich hab's doch gewusst, Leute. Ich hab's doch gewusst, dass ich diesen Typen kenne in diesen Cutscenes. Ja. Die Ärzte, die während der Operation dabei waren, waren alle überrascht und haben alle geschrien, dass die Kidney sehr heiß war. Okay, jetzt klärt sich einiges auf, glaube ich. Also die Eve, die ist quasi durch Ayas Schwester entstanden. Dann ist Eve also... Es ist hart für mich zu sagen, aber... Das Original war in Maya präsent. Eve hat das Gehirn von dem Host gekillt, die Niere gezüchtet und ihren eigenen Körper übernommen. Dann ist das also, was mit Melissa passiert ist. In ihrem Fall hat die Unterdrückungsmedizin als Katalysator gedient. In Japan hat Eve ein Mädchen, das eine Transplantation vornehmen wollte, als Ziel erkoren. Eine Nierentransplantation, um exakt zu sein. Und sie hat auch diese Unterdrückermedizin genommen. Das war, damit Eve einen Uterus hat, um ihr befruchtetes Ei einzupflanzen. So bescheuert, Leute. Damit man Organe transportieren konnte, war es nötig, dass der HLA-Typ übereinstimmt. Es lebt in Symbiose mit anderen Zellen, also ist es nötig, Unterdrücker zu nehmen, um die Immunität zu gewährleisten und Abstoßung vorzubeugen. Während sie von Eve kontrolliert wurde, hat Melissa bei ihrem Körper Veränderungen gespürt. Aber sie hatte letztendlich die Hauptrolle in der Oper. Wenn sie zu einem Arzt gegangen wäre, würde ihr vielleicht erzählt worden sein, dass sie die Rolle aufgeben müsste. Also um Zurückweisung vorzubeugen, hat sie die Medizin weiterhin genommen und nachdem sie so viel genommen hat, war sie so schwach, dass Eve dazu in der Lage war, ihren Körper zu übernehmen. Und so hat sie sich zu Mitochondria Eve transformiert. Krass. Bitte. Also dann ist Maya ist die Original-Eve. In Wirklichkeit ist es Mayas Mitochondria. Ach du Scheiße, Leute. Also Eve ist in Wirklichkeit Ayas Schwester. Puh. Ganz schöner Storybrocken, den wir da wieder serviert bekommen haben. Ui, es geht weiter. Roger. Wir führen die Operation durch, Sir. Endlich ist die Zeit gekommen, um unsere Kraft zu testen.
Oha, jetzt kommt noch die Armee. Sei nicht dumm, Lynch. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Ja, Sir. Vergeben Sie mir, Admiral. Hier, alle Kampfjets. Wir haben die Erlaubnis bekommen, anzugreifen. Führt die Operation durch. Fliegt zur Freiheitsstatue. Wie geplant, Hubschrauber Team 1 bereitet sich für Plan 2 vor. Team 2 wird die Gegend durchsuchen und der Rest wird sein Bestes geben, um einen Vorteil zu erhaschen. Oha, Leute, kann ich hier pausieren? Ich kann hier tatsächlich pausieren, aber das ist jetzt gerade so ein spannender Moment. Boah, schaut euch das an. Geile Kampfkatzin hier. Das nehme ich nur mit, natürlich. Oh. Was? Sind Sie sicher? Die Navy hat ihren Move gemacht. Was? Wir können das nicht zulassen. Wir wiederholen nur das, was gestern mit den Jets passiert ist. Oh Mann. Ja, stimmt, der hat Eve ja auch. Okay, neue Cutscene, Leute. Es geht gerade ganz schön ab, muss ich sagen. Wow. Nein, Lorraine. Lorraine kann kein Teil von diesem Ding sein. Diese große Kreatur, oder nein, diese Zellen. Was muss das sein, wo Eve ihre Geburt durchführt? Wo sie entbindet? Ja. Die große Kreatur. Ja, ist eine Barriere, um das die ultimative Lebensform zu beschützen. Oh mein Gott. Boah. Boah. Schon geil, ey. Boah, nicht übel. Lorraine. Nicht übel. Der Hubschrauber kommt. Alle ducken sich. Bedeckt euren Kopf und... Nein, falscher Alarm, Maida. Das ist nur einer, der landet. Puh, Leute, aber ich würde sagen... ja, das war schon eine ganz heftige Cutscene. Und bevor wir jetzt hier weitermachen, wir sehen ja gerade einen Armeetypen. Würde ich sagen, save it. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute... Dann lasst mir doch mal gerne mal Like oder Abo da und lasst die Glocke klingeln. Würde mich sehr freuen. Und wie es hier weitergeht zwischen den Cutscenes, sehen wir beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.